So macht man eine Massagebutter. Ich zeige, wie es geht. Man braucht Pflanzenöl, wer will Johanniskrautöl, Bienenwachs, Kokosöl und auf Wunsch ätherische Öle. Zum Gießen braucht man Silikonformen oder beispielsweise Joghurtbecher. Das Bienenwachs wird in ein hitzefestes Glas gegeben. Dazu kommt das Kokosöl. Und dann die Öle. Das Glas wird in ein heißes Wasserbad gestellt. Weil es zu voll war, habe ich es umgefüllt. Dann soll das Wachs und das Kokosöl schmelzen. Nun wird das Glas aus dem Wasserbad genommen. Wer will, kann jetzt ätherische Öle in die flüssige Mischung tropfen. Dann kann man die Massagebutter in die Formen gießen. Ich habe auch ein paar kleine Massagepralinen gegossen. Die Massagebutter muss 6 bis 8 Stunden aushärten, am besten im Kühlschrank. Dann kann man sie aus den Formen rausdrücken. Die Massagepralinen sind sehr niedlich geworden. Sie eignen sich, wenn man unterschiedliche Menschen massieren will. Auch die größeren Formen sind gelungen. Und sogar aus dem Joghurtbecher ploppt die Massagebutter nur so raus. Gutes Gelingen!